Kunstliebhaber. Kunst entwickelt unsere Kultur weiter, pflegt den Umgang miteinander und den Umgang mit unserem Leben in all seinen Facetten. Sterben bezeichnet den Übergang vom Leben zum Tod. Beides, Kunst und Sterben, sind zentrale Bestandteile menschlichen Daseins. Das Ziel des Daseins beschreibt Friedrich Hölderlin im Fragment Hyperion wie folgt: Eines zu sein mit allem, was lebt. Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel der Menschen. Und an anderer Stelle im Hyperion heißt es: Wir bedauern die Toten, als fühlten sie den Tod, und die Toten haben doch Frieden. Der Tod ist rational und absolut begreifbar, er schafft Fakten, punktum. Wir haben gelernt und Rituale entwickelt, um mit dem Tod umgehen zu können. Das Sterben hingegen ist zwangsläufig, unabwendbar, heterogen, unvorhersehbar und rational wie emotional nicht steuerbar. Sterben berührt die Lebenden. Warum das kleine M in Klammern in unserem Ausstellungstitel? Sie sehen es hinter mir. Zu oder zum? Kunst zu, Kunst zum Sterben. Der Grund ist, es führt unser Vorhaben in dieser Ausstellung weit hinaus über die seit Jahrhunderten in den Religionen begründete Vorbereitung auf den Tod. Spätmittelalterliche, lehrhafte Erbauungsschriften titulierten als Ars Moriendi oder Ars Bene Moriendi. Sie waren gesetzt als Kontrapunkt zu Ars Vivendi. Doch solche Moral Subjects, wie die Engländer seit Hogarth das nennen, diese moralischen Aspekte, passen oder passten ins Mittelalter, aber nicht mehr in die Neuzeit, die uns Sicherheit, müheloses Altwerden, ewige Jugendlichkeit vorgaukelt. Fast wird uns sogar noch die Unsterblichkeit in Aussicht gestellt. Durch Kosmetikkonzerne, durch Wellnessfarmen. Die Botschaft der in der Mainzer Rathausgalerie von Wally Wahl bereits genannten und mit ihren Werken versammelten Künstlern ist eine weiterführende. Es war für uns als Kuratoren im Übrigen im Kontext mit Palliativnetzwerk ein wunderschönes Wort, weil Kurator ist ja der Pfleger eigentlich oder der Vertreter und leitet sich aus dem Lateinischen ab. Wir tragen also Sorge für etwas. Uns war es wichtig, eine Brücke zu schlagen zwischen künstlerischen Werken und ihren Botschaften für uns alle, die wir leben und zwangsläufig dem Sterben entgegensehen. Von Anfang an kam die Idee, dass möglichst viele Kunstgattungen einbezogen werden sollen, wenn nicht gar alle. Sie haben über das Rahmenprogramm gehört, dass es Ergänzungen gibt. Wir hatten auch Ergänzungen hier mit dem Tanz. Im Übrigen haben Sie alles: Malerei, Grafik, Buch, Objektkunst, Kultur, Fotografie, Grafik und letztendlich im Rahmenprogramm sogar das Kabarett mit einbezogen. Ein Spezialthema fehlt, aber das hätte den Rahmen gesprengt, das ist die Architektur. Und gerade in Mainz an der Universitätsklinik kann man sehen, was Architektur heute leistet, um Räume zum Sterben aufzubereiten und passend zu machen, sofern man das überhaupt erahnen kann. Meine Damen und Herren, die Komplexität des Themas Kunst zum Sterben ist weit höher, als man erwartet. Bei unseren Vorbereitungsarbeiten haben Wally Wahl und ich noch weitere tiefgehende Aspekte entdecken können, durch die eingeladenen Künstler und ihre Wertvorstellungen von Leben und Sterben, die in ihren Arbeiten Ausdruck finden und die ich ganz kurz skizzieren möchte. Elfie Clement lässt uns an höchst intimen und subtilen Erfahrungen teilnehmen, die sie innerhalb von 7 Tagen am Sterbebett der Mutter machten. Sie sehen im Rücken von Klaus Benz die Animation der Zeichnungen aus einem kleinen, sehr sensitiv erstellten Skizzenbuch. Sprachlos und umgeben von Stille zeichnete Elfie Clement zu unterschiedlichen Tageszeiten immer wieder Gesicht, Mimik, Leid und letztlich Erlösung der Sterbenden. Die feine Strichführung vibriert mitunter, eindrücklicher kann der Übergang vom Leben zum Tod kaum erfassbar sein. Von mir aus links, rechts von Ihnen von der Vitrine, Wolfgang Tannhäuser hatte zu seinem Bild Pendel die kopfstehende Gestalt, ein männliches Modell gewählt, das zum Zeitpunkt des Malens vom Tod gekennzeichnet war, ohne dies zu wissen,
und das Modell starb kurz nach Fertigstellung des Gemäldes. Diesem Momentum des Zufälligen stellt Wolfhard Tannhäuser die normative Kraft des Faktischen zur Seite. Rechts daneben im War Memorial I Believe in Syria dokumentiert er persönliche Eindrücke aus Damaskus, entstanden kurz vor Ausbruch des Bürgerkrieges. Ein riesiges Wandplakat zeigt den syrischen Präsidenten mit froher Botschaft, im Original vor weißem Hintergrund, 15 Meter breit an einem der großen Plätze in Damaskus. Im Zuge der kriegerischen Ereignisse kommen als schmale, hohe Streifen mit fetzenartigen Motiven Todesanzeigen hinzu, wie sie unter syrischen Christen üblich sind, um das Sterben und den Tod von Angehörigen zu betrauern. Wenn Sie sich in die um 180 Grad wenden, sehen Sie das große weiße Bild von Fee Fleck. Fee Fleck, die lebenslang gegen das Vergessen oder besser gegen das in Vergessenheit geraten eintritt, reduziert in plakativ eindrucksvoller Art und Weise unser Dasein auf den Ausgang des Lebens. La Morte. Es entstand im Rahmen und im Umfeld ihrer Arbeiten zu Ingeborg Bachmann, deren literarisches Schaffen Fee Fleck als von Liebe, Sehnsucht und Tod geprägt sieht. Insofern trifft die flächige Malerei auf kalligraphische Elemente. Der Schriftzug La Morte tritt reliefartig hervor. Morte bedeutet sowohl Tod als auch Abgang. Die Farbsymbolik von Weiß kann einerseits Licht, Reinheit, Weisheit bedeuten. In asiatischen Kulturen steht Weiß auch oft für den Tod. Ulrich Hehmann, ich habe ihn schon fotografierend gesehen. Sein Werk hängt hier rechts von mir. Ulrich Hehmann bezieht sich mit der fulminant inszenierten Fotografie selbst unmittelbar in sein Werk ein. Die Darstellung kann höchst subjektiv ausgelegt werden als Momentaufnahme verschiedener Stadien, hier im Jetzt und Sein, oder als Aufbruch in eine neue Welt, die über das Leben hinausgeht. Nicht ohne Grund taucht hier das Wasser und das Meer auf mit seiner wunderbaren Symbolik für lebensspendend. Alles Leben kommt aus dem Wasser, oder auch lebensvernichtend. Denken wir nur an den Tsunami. Fast stoisch fasst der in Mainz geborene und in Berlin lebende Künstler Stöhr, alias Philipp Pirot, übrigens mit Abstand der jüngste in der Riege unserer Künstler, das Thema Sterben auf, dem eigens für unsere Ausstellung angelegten Werk Entzweit, eine überdimensioniert angelegte Malerei mit Aquarell und Acryl, entdecken wir eine lang hingestreckte, leidende, zerschundene, magere Kreatur. Das Bunte des Lebens ist dahin, ebenso wie Proportionen und Verhältnismäßigkeiten. In seiner Stille berührt er die Skizzenarbeiten von Elfie Clement auf sonderbare, denkwürdige Art und Weise. Entzweit provoziert irgendwie für mich auch Endzeit. Und vor allem, es führt zur Bildhauarbeit von Achim Ribbeck, die hier zu unseren Füßen liegt, unter den Weiden, gefertigt aus Ulmenholz, teilweise mit Acryl bemalt. Wir sehen einen Nachen, wie wir ihn aus der Antike kennen, den Nachen, den Charon steuert, um den Styx auf dem Weg zum Hades zu überqueren. In den Nachen ist eine menschliche Figur hineingezwängt, gerade so wie Shakespeares Ophelia aus Hamlet im entsprechenden Handlungsrahmen eingezwängt und eingebunden. Ophelia leitet sich als Name vom griechischen Wort für Hilfe ab. Im Hamlet wird sie als Holdselige über den vermeintlichen Wahnsinn des Geliebten und den Tod des Vaters selbst wahnsinnig und ertrinkt treibend in einem Bach oder einem Flüsschen. Im Werk von Achim Ribbeck finden übrigens Boot und Mensch einen deutlichen Niederschlag, was die Auswahl für die Ausstellung nicht einfacher machte, weil ich, wenn ich zurückdenke an den Atelierbesuch, stets bleibt bei Achim Ribbecks Bootdarstellungen offen, ob das Boot nun der Rettungspunkt oder der Ausgangspunkt für Verderben und Tod ist. Diese Ambivalenz gehört zum Thema Kunst zum Sterben dazu. Ihre Eindrücke im Hier und Jetzt mit dem Blick zurück nach vorne teilt auch die Chinesin Dr. Yinglin Sil, hier steht sie und fotografiert mich gerade, mit uns im Rahmen einer ganzen Reihe von Mainz-Motiven aus den letzten 3 Jahren, entstand im Sommer 2013 mit Blick auf unsere Ausstellung hier, das Gemälde Yings Nightmare, zu Deutsch Yings Albtraum.
Am Beispiel der szenisch überhöhten Darstellung des großen Mauerwerks zu Füßen der Mainzer Kupferbergterrasse mit den Rundfenstern, Sie kennen alle diese große Sandsteinmauer, die die Kupferbergstraße hochgeht. Dort sind, sind Rundfenster, die als Gitter den Davidstern aufweisen. Und es wird uns von Ying subtil gezeigt, wie bei uns mit dem Holocaust umgegangen wurde und vielleicht auch wird. Der zum Pferd sitzende heilige Martin, dessen Standbild ja real auf der Kupferbergterrasse steht, wendet sich bei Ying ab, das infernalische Leid und gewaltsame Sterben unzähliger Menschen nimmt seinen Lauf. Am Rande sei bemerkt, dass kaum einer von uns Mainzern je bemerkt hat, wie die Fensteröffnungen am Mauerwerk vergittert sind und dass da ein Davidstern angebracht ist. Es gibt auch noch die Spuren, wo die Nazis versucht haben, das rauszubrechen und es nicht gelang, weil sonst die ganze Mauer eingestürzt wäre. Ja, und Wally Wahl, hier zu meiner Linken, setzt, wie sie selbst sagt, darauf, Hoffnung oder Verwirrung zu stiften. Der Gesang der Frösche, meisterlich in Wallis ureigener Lackdruckfarbenmalerei als Viertafelbild angelegt, inszeniert die eigentlich friedvollen Frösche als wahre Monster. Unser Dasein ist eben nicht nur von Schönheit und Liebe und Freude geprägt, sondern vor allem auch von Leid, Schrecken und Gewalt. Leben und Tod sind Partner, die durch das Sterben einen Bund eingehen. Übrigens, in fast allen Weltkulturen spielt der Frosch eine Rolle. Er symbolisiert Fruchtbarkeit und Erotik, sowie auf spiritueller Ebene die Verwandlung. Kunst zum Sterben wird zur Metamorphose, die eine Transformation unserer Existenz von der einen Welt in eine andere Welt beschreibt. Dieser Übergang wird durch die ausgestellten Werke des Schweizer Bildhauers Pi Ledergerber erfahrbar, ganz hinten in der Ecke. Sie sehen die Fotoleiste und die Steinskulpturen. 1994, also vor fast 20 Jahren, startete Pi ein Experiment. Wochenlang lebte er in Finnland, in einem Seengebiet, abseits jeglicher Zivilisation, in einer Blockhütte, mit Sauna, See und Ruderboot. Kein Mensch weit und breit, was durchaus bedrückte und ängstlich machte. Pi Ledergerber sammelte besondere Steine, jene Findlinge, die aus der Natur kommen. Er bearbeitete sie als Bildhauer und legte sie in die Natur zurück. Das dokumentieren die Fotos. Wir freuen uns. Einige der Findlinge, die er mitgebracht hat und nicht dort in der Natur zurückließ, hier ausstellen zu können. Und die Fotos stammen allesamt aus dem Ursprungsjahr an dem Ort, irgendwo in der Wildnis, wo er sie aufgenommen hat. Seine Botschaft, das Leben kommt aus der Natur und geht in die Natur zurück. Natur ist auch das Thema eines vollendet gestalteten Kassettenwerks von Hermann Rapp, das in der Hochvitrine ausgestellt ist. Seine Buchobjektkunst greift literarisch hochstehende Texte auf, in diesem Fall das Goethe zugeschriebene, von Tobler verlegte Fragment Natur, illustriert und kommentiert sie, setzt, druckt sie in vollendet alter Manier, mit Bleibuchstaben und auf der Handpresse. Das Textfragment beginnt wie folgt, ich zitiere, Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen, unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögen, tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arm entfallen. Zitat Ende. Soweit die Einführung Natur. Hermann Rapp setzte auf die Mitwirkung der Kunstwissenschaftlerin Ursula Weber, die Goethes Text und Hermann Rapps Werk in den Kontext großer künstlerischer Leistungen stellt. Den Text können Sie nachlesen auf der mittleren Ebene in der Vitrine. Ursula Weber, meiner Mutter, widmete Hermann Rapp das eigens für unsere Ausstellung geschaffene Werk Adieu Ursula auf den Tod einer Freundin, denn quasi mitten in den Vorbereitungen der Ausstellung Kunst zum Sterben trat für mich und uns der Ernstfall ein. Meine Mutter starb überraschend am Spätnachmittag des 7. August 2013, just an dem Tag, als Wally Wahl und ich zwei unserer Künstler in deren Ateliers in Rheinhessen besuchten, um die letzten Exponate auszuwählen. Hermann Rapp nahm Ursula Webers Tod und ihre Beisetzung per Baumbestattung auf dem Gonsenheimer Waldfriedhof zum Anlass, per hochformatiger Druckgrafiken die Trauergesellschaft zu skizzieren.
Das ist die Serie der weiß in weißem Rahmen schwarz grundierten Druckgrafiken. Fast archaisch von Betroffenheit und Demut erfasst, wird der Abschied aus der Welt und der Einzug in die Natur für uns alle erfahrbar. Beigefügt ist den kostbaren Druckgrafiken ein Sonett von Michelangelo Buonarroti, ins Deutsche übersetzt von Rainer Maria Rilke, sowie Anmerkungen von Hermann Rapp zum Werk für die verstorbene Freundin. Die Anfangsverse des Sonetts lauten: Des Todes sicher nicht der Stunde wann, das Leben kurz und wenig komm ich weiter. Den Sinnen zwar scheint diese Wohnung heiter, der Seele nicht, sie bittet mich, stirb an. Aber lesen Sie bitte selbst, meine Damen und Herren, das ganze Textwerk ist auch ausgelegt und lässt sich gut entziffern. Und ich bitte Sie auch, sich selbst ein Bild von den Exponaten der Künstler zu machen. Die meisten Künstler, bis auf Pi Ledergerber, sind alle da. Man kann mit ihnen reden, es sind sympathische Menschen, auch eloquente, die stehen nicht nur im Atelier und verstecken sich. Und fassen Sie bitte auch die Ausstellung nicht einfach nur als Kunstausstellung auf, sondern als Appell, sich mit dem zentralen Thema unseres Daseins, dem Sterben, aktiv und konstruktiv auseinanderzusetzen. Und das in einer Zeit, solange Sie noch die Kraft dazu haben, und nicht in einer Zeit, wenn Sie in eine Notfallsituation kommen. Und nutzen Sie die Kunst und die Botschaften der Künstler als Ratgeber zur Orientierung und Lebenshilfe, ebenso und im Kontext mit den vielen engagierten Fachkräften des Palliativnetzwerks Mainz, denen ich danken möchte, die Initiative für dieses Projekt ergriffen und unser Projekt hier im Mainzer Rathaus möglich gemacht zu haben. Ein kurzer Epilog und dann sind Sie erlöst. Wir haben im Vorfeld mit vielen hundert Menschen über die Ausstellung und das Thema unserer Ausstellung reden, diskutieren und per Facebook kommunizieren können. Das ist einmalig. Und wir werden den Verlauf der Ausstellung dokumentieren, lassen Sie sich überraschen, ebenso wie die Finissage am 6. November 2013 um 18 Uhr. Dann wird als Schlusspunkt Peter Gross, ich habe ihn auch schon gesehen, er ist anwesend, mit seinem Theaterensemble eine wunderbare Aufführung der Lorelei darbieten. Sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Sie sind erlöst. Die Ausstellung ist damit, glaube ich, eröffnet. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie verweilen noch ein bisschen und ich darf Sie jetzt zu einem Umdruck einladen. Thank you.